Ja. Herrlich. Du, Stefanie. Ja? Eine Frage hätte ich dann doch noch. Was denn? Könntest du dir vorstellen, mich zu heiraten? Das ist total albern. Was ist denn jetzt daran so komisch? Ja, du, Herbert. Du. Ich gratuliere Ihnen zu dieser erstklassigen Wahl. Ist ein sehr schön gearbeitetes Einzelstück. Und Sie meinen wirklich, ein Memory-Ring ist das Richtige? Wenn Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen. Ja, schon, wenn Sie also meinen. So. Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg, diesem wunderschönen Geschenk. Wiederschauen. Wiederschauen. Alles Gute. Hallo, Wolfgang. Oh nein, nicht du. Was soll jetzt das wieder heißen, ne? Wenn du mich im Geschäft besuchen kommst, machst du irgendeine Dummheit vor. Wolfgang, ich bin total verliebt. Habe ich's doch gewusst. Aber tut das eine, sag ich dir. Ich verkaufe dir keinen Ehering mehr und schon gar keine mit Gravur. Auf immer und ewig, dein Herbert. Das letzte Mal hat's auch ein bisschen gedauert, hm? Jetzt habt ihr nicht so. Bist du jetzt Juwelier oder nicht? Ich bin Junggeselle. Und zwar ein Überzeugter. Eben, deswegen kannst du doch überhaupt nicht beurteilen, wie das ist, wenn man die große Liebe trifft. Deine Trefferquote kenne ich. Dreimal voll daneben. Diesmal ist alles anders. Ja, das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Ich werde dich jedenfalls nicht zum vierten Mal in dein Unglück rennen lassen. Wolfgang, jetzt warte doch erst einmal, bis du sie siehst. Hallo, Liebling. Komme ich zu früh? Natürlich nicht. Darf ich dir meinen besten Freund vorstellen? Wolfgang Schulli. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ja, gerade eben auch von dir. Freut mich sehr. Mein Gott, bist du förmlich. Mich auch. Ja, Wolfgang, sehe ich dich noch heute Abend? Ey, das war gerade eine Einladung. Ja, ja. Also bis später. Komm, Liebling. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Muss es denn wirklich wieder sein? Ist dreimal nicht genug? Es ist doch jedes Mal schiefgegangen. Jeder kann sich einmal irren. Aber ich habe sie alle geliebt. Wenn ich nur an die Elli denke, mein, die ist wie mein Kaiserschmarrn gewesen. Unheimlich süß. Aber leicht zu gehen. Rosinen im Kopf. Und dann die Ilona, ich sag nur eins, die hat einen perfect body gehabt. Und die Beine, der Wahnsinn. Aber einen kleinen Gehfehler. Ein Gehfehler, die Ilona? Die hat auf zu großem Fuß gelebt. Ihr hättet mich doch glatt ruiniert, wenn ihr mich nicht entscheiden lassen. Mei. Und erst die Rosi. Bitte hör auf, ich kann's nicht mehr hören. Du kannst doch einmal erwachsen werden. Na. Aber nicht jetzt. Nicht bei der Stefanie. Du. Das ist eine Königin. Die hat einfach alles. Du weißt ja nicht, dass die Architektin ist? Die hat mir doch das Haus verkauft. Wolfgang, ich bin einfach ein Opfer meines Namens. Neuhaus. Weißt du eigentlich, was Neuhaus auf Italienisch bedeutet? Casa Nova. Da kann man nichts dagegen tun. Das ist die Natur. Geht nicht aus. Zahlen! Du? Wolfgang, du bist doch mein Freund, mein Allerbester. Und was kommt jetzt? Ich möchte dir um einen Gefallen bitten. Du hast doch so viel Geschmack. Also, bitte tu mir die Liebe und such mit der Stefanie das Hochzeitskleid und das Essen aus. Und den Ring, das überlasse ich sowieso dir. Es kommt nicht in Frage. Okay. Heiratst du oder ich? In Ordnung. Ich lege Ihnen dann morgen die Pläne vor.
So gegen 17 Uhr. Hm? Ja. Ja? Ja? Wiederhören. Störe ich. Aber ich bitte Sie. Danke, dass Sie sich den Weg gemacht haben. Bitte. Für einen guten Freund ist mir kein Weg zu weit. Und ich dachte schon, Sie sind meinetwegen gekommen. Na, dann lassen Sie mal sehen. Das Einzige, was auf Dauer in einer Ehe wirklich glänzt, Gold. Sie sind nicht gerade ein Freund der Ehe, nicht wahr? Ich habe immer einen großen Bogen drum gemacht. Ganz im Gegensatz zu Herbert. Ja, was würden Sie mir denn empfehlen? Ja, ich habe eher an etwas Schlichtes gedacht. Zum Beispiel diesen kleinen Brillanten. Wollen Sie nicht erst mal Maß nehmen? Oh. Passt. Wie angegossen. Bevor du was sagst, heute ist Sonntag. Sonntag ist Ruhetag, auch für Juweliere, also mach's gut. Jetzt sei doch nicht so. Hat das alles geklappt mit dem Ring? Ja, ich hab was Passendes gefunden. Das war mir eh klar. Übrigens, das ist das Letzte, was ich in der Sache gemacht habe, ja? Um alles Weitere kümmerst du dich. Schließlich deine Braut und deine Hochzeit. Geh, Wolfgang, jetzt sei doch nicht so. Jetzt bleib doch mal da. Ja, was willst du noch? Jetzt hör doch mal zu, Wolferl. Weißt du, es ist so, als Bräutigam, da darfst du doch das Brautkleid nicht ziehen. Das bringt Unglück. Du bist Unglück genug, geh, vergiss es. Okay, jetzt habt ihr doch nicht so. Die Stefanie, die freut sich bestimmt, wenn du ihr beim Aussuchen hilfst. Also, ich würde es ja selber machen, aber ich darf es einfach nicht. Ich auch nicht. Wolferl, pass auf. Ich hab da eine Idee. Es ist... Wolferl? Wolferl! Wo ist denn jetzt hin? Das ist wirklich nett, dass Sie sich meinetwegen extra freigenommen haben. Ja, das habe ich doch gern gemacht. Wie lange kennen Sie Herbert schon? Ja, zu lange. Schön, so einen Freund zu haben wie Sie. Der Name der Braut, mein Sohn? Limba, Stefanie, von Beruf Architektin. Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Predigt etwas über das Häuserbauen sagen. Vielleicht so etwas wie, die Ehe ist wie ein Haus. Dann haben Sie aber schon drei Ruinen hinterlassen, mein Freund. Okay, um mich geht's doch überhaupt nicht. Und wann soll die Trauung sein? So schnell wie möglich. Ist da vielleicht schon etwas? Aber sonst passiert doch überhaupt nichts. Wie gefällt Ihnen das? Es ist zu... Zu, was? Bieder. Zu bieder? Für Sie. Besser wäre mehr... Dekolleté? Ja. Und? Wie wär's damit?
zu lang. Zu lang? Ach so. Ach so ist das. Sie wollen auch noch meine Beine sehen. Gut. Perfekt. Hm? Perfekt. Ah. Und jetzt lade ich Sie ein. Als kleines Dankeschön für Ihre unendliche Geduld. Ich müsste aber eigentlich... Was? Überredet. Sie denn noch nie im Leben so in eine Frau verliebt, dass Sie am liebsten sofort geheiratet hätten? Doch, mit 18. Sie war 2 Jahre älter als ich, Goldschmiedin. Aber sie hat nicht Gold geschmiedet, sondern Pläne mit einem anderen. Ach Gott, wie tragisch für Sie. Und später? Später habe ich immer meinen Freund Herbert vor Augen gehabt. Als warnendes Beispiel. Sie meinen, er ist vielleicht doch nicht der Richtige? Oh doch, bestimmt. Sagen Sie das jetzt als Freund oder aus Überzeugung? Als überzeugter Freund. Ihr seid immer noch beim Sie? Mein Gott, wie langweilig. Herbert. Also, das ist der Wolfgang. Und das ist die Stefanie. So, und jetzt küsst's euch. Reicht. Und jetzt gibt es erstmal was Gescheites zum Essen für Sie. Kürbiskernknödel, dazu ein schönes Gemüse und Medaillons vom Hirsch. Guten Appetit. Danke. Und was ist das für Sie, mein Herr? Ja, wir bringen uns das Geweih. Wie bitte? Das Geweih. Das war ein Witz. Okay, ein Witz. Wenn Sie meinen, aber erstmal guten Appetit, ja? Also, ich würde Ihnen sehr zu den Saphiren raten. Die passen wunderbar zu Ihren Augen. Siehst du, er hat sofort gesehen, dass Sie blau sind. Entschuldigen Sie mich. Was ist denn schon wieder? Du, Wolferl, ich habe ein kleines Problem. Dann hast du kein kleines Problem. Der Brautstrauß. Was ist ein Brautstrauß? Schau mal, der Brautstrauß, der muss doch zum Kleid passen. Und ich weiß überhaupt nicht, wie das Kleid ausschaut, aber du... Herbert, ich habe keine Zeit. Wolferl, du machst das schon. Hm? Ich mach... Nein! Ich hab keine Zeit. Du machst das schon. Gegen die Einsamkeit. Ich bin nicht einsam. Bin Single. Also doch noch einen. Doppelten. Mein Freund heiratet. Eine traurige Geschichte. Er hat sie nicht verdient. Keiner kriegt, was er verdient. Guten Abend. Das ist er. So, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nicht für die Stefanie und nicht für mich. Ich habe das Aufgebot bestellt. Am Freitag ist Polterabend und am Samstag wird geheiratet. Habt ihr euch das auch wirklich überlegt? Na, wieso auch? Wir lieben uns. Wer überlegt, verliert. Auf euch.
auf den besten Freund, den sich ein Mann wünschen kann. Noch zwei? Mindestens. Wir müssen es ihm sagen. Ja, das müssen wir. Und? Ja, was? Was sagen wir? Dass ich dich liebe. Herbert, ich muss dir was sagen. Du kannst die Stefanie nicht heiraten. Und warum nicht? Weil... Die Stefanie und ich, wir lieben uns. Und es ist einfach so passiert. Wir können überhaupt nichts dagegen tun. Und jetzt werden wir. Ja? Na, endlich! Das hat vielleicht gedauert. Und ich habe schon gedacht, ich müsste das vierte Mal heiraten. Und alles nur wegen dir. Was, du bist nicht sauer? Ja, aber du wolltest doch. Na, ich wollte nie. Du solltest. Ich? Wieso ich? Sag mir, das war alles nur eine Falle? Nenn es, wie du willst, Wolferl. Aber es hat funktioniert! War ich wirklich so ein Trottel? Ja, aber dafür liebe ich dich. Und küss mich, du Trottel. Wie lange hast du eigentlich schon gewusst, dass die Stefanie mich liebt? Seit 2 Jahren. Stimmt nicht.
Schon immer. Aber du hast sie überhaupt nicht wahrgenommen. Sie hatte ja gar keine Möglichkeit, an dich ranzukommen. Schleichte. Es gab nur eine Chance. Dich. Ja, mich. Freundlich schauen. Ussi. Bravo. 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 Danke. Ja, meine Herrschaft, jetzt gibt's ganz was Leckeres. Rehrücken mit frischen Steinpilzen. Und ich sehe, es hat ja doch noch geklappt mit Ihrem Geweih. Guten Appetit erstmal. Danke. Sag mal, wer ist das eigentlich? Was, den kennst du nicht? Der Johann Lafer von der Sternburg. Kocht übrigens nur für Menschen, die er mag. Und jetzt, meine Herrschaften, recht guten Appetit. Schlafgemach von der Herzog gehängt hat. Ja, was soll's denn sonst gehängt sein, als wie beim Bett? Ja, haben wir's genau betrachtet. Eben. Ja, also dann nochmal recht herzlichen Dank. Bitte. Für die nette Beratung. Ja, dafür bin ich doch da, ne? Also, wirklich, es ist gut warm, gell? Dankeschön. Ganz vorsichtig sein damit, ja. Haben Sie was Schönes jetzt erwischt. Wirklich. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen, komm uns gut warm. Danke. Sie, schwing den Pinsel, wir brauchen Machschub. Ich schwing, wann ich will. Ich lass mich nicht hetzen und schon gar nicht von dir. Ich bin Künstler. Hören Sie, du bist kein Künstler, du bist ein Fälscher, aber ein Genialer. Wie oft soll ich dir noch sagen, ich fälsche nicht, ich kopiere. Und zwar im Stil eines großen Meisters. Dann bist du dein Kopierer. Wieso brauchst denn du immer so lang für so ein geschissenes Bild? Qualität braucht seine Zeit. Siehst? Und die haben wir nicht. Schau mal, das ist doch. Na, das darf doch nicht wahr sein. Doch? Ja. Ha? Komm, geh mal rein. Fangen wir mal, komm. Ja, fragen kostet ja nichts. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ah, grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Wir interessieren uns für das Bild draußen im Schaukasten. Ja. Ah, Berge der Heimat. Ein wunderschönes Werk, wenn Sie mich fragen. Ja. Dürften wir es mal genauer anschauen? Ja, freilich, dafür sind wir doch da. So, jetzt schauen Sie her. Sagen Sie mal, wie alt schätzen Sie denn das Bild? Ja, das kann man so genau nicht sagen. Frisch ist es auf jeden Fall nicht mehr. Ja, was wollen Sie denn haben für das Bild? Ja, also. Ich meine, es ist natürlich etwas Besonderes, nicht? Ein Spiegelbild unserer einzigartigen Landschaft, sozusagen. 3.500 Schilling? 3.500 Schilling? Hm? Wissen Sie was, guter Mann, Sie kriegen von mir freiwillig 4.000. Sehr großzügig. Ja, das glauben Sie. Wissen Sie überhaupt, was Sie uns da gerade verkauft haben? Nein, ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Einen Hirschmeier. Einen echten Hieronymus Hirschmeier. Den berühmten Heimatmaler? Genau. Und woher wissen Sie das? Schauen Sie, guter Mann. Erstens mal hier die Signatur. Haha. Aha. Dann der ganze Stil, in dem das Bild gemalt ist. Ja, und drittens, meine Frau ist Expertin. Nicht wahr, Elisabeth? Ja.
Das ist die neue Leiterin vom hiesigen Kunstverein. Ja, wir sind vor 8 Tagen hergezogen. Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch gleich mal vorstellen. Brenninger, Klaus Brenninger. Ich bin der neue Bezirksinspektor und übernehme ab sofort den Gendarmerieposten. Kriminalpolitisch, sozusagen. Da haben Sie ja direkt ein Schnäppchen gemacht, sozusagen. Ja, Wissen ist Macht, guter Mann, das ist nun mal so. Aber wenn es Sie beruhigt, es kriegt einen Ehrenplatz auf der Gendarmerie. Direkt hinter meinem Sessel, dass die anderen Kollegen auch was davon haben. Nicht wahr, Elisabeth? Ich sage ja immer, Kunst soll man nicht verstecken. Ja, dann noch Wiedersehen, gell? Und weiterhin so gute Geschäfte. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen, danke schön. Bitte sehr, bitte. Was war denn jetzt das? Der neue Polizeichef. Ich hab's dir ja immer gesagt. Eines Tages wird's schief gehen, aber du hast deinen Hals nicht vorkriegen können. Hast du vielleicht kein Geld wollen, oder was? Woher hätte ich denn wissen sollen, dass das der neue Bezirksinspektor ist? Du musst was unternehmen. Wieso immer ich? Wer malt denn für uns zwei? Du bist mir ein schöner Freund. Außerdem ist es nicht strafbar, wenn die Leute glauben, dass HH heißt Hieronymus Hirschmeier und nicht Hansi Hinterhuber. Es wird rauskommen, Max. Und dann sind wir dran. Mein Gott, Müller, ist das so schwer? Sie werden doch den Nagel in die Wand reinbringen. Na, endlich, Müller. Linkshänder. Und jetzt das Bild. Höher. Jetzt höher, mein. Bisschen weiter nach links, Müller. Müller, wissen Sie überhaupt, was Sie da in Ihren ungeschickten Händen haben? Das ist ein Meisterwerk, ein Michelangelo der Alpen. Verstehen Sie? Müller, das ist nicht der schiefe Turm von Pisa. Das ist der Dachstein. Und der ist immer im Lot. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Bezirksinspektor. Danke. Weiter nach links. Nein, nach rechts. Ja, etwas mehr nach rechts. Was ist denn? Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, ist das der Hirschmeier? Was denn? Hat sie das schon rumgesprochen? Na bitte. Eigentlich ist er selber schuld, der Hirschmeier. Ja, wieso? Hätte er nicht damals von einem Tag auf den anderen aufgehört zu malen und wäre spurlos verschwunden, wären wir gar nicht auf die Idee kommen. Du weißt genauso gut wie ich, warum das er aufgehört hat. Naja, weil er den Tod seiner Frau nicht verkraftet hat. Aber all die ganzen Jahre hätte er sich doch einmal melden können. Zumindest bei seinen Späßeln, telefonisch so. Nein, kein Wort, keine Zeile. Kein Gemälde. Eigentlich haben wir nur sein Werk fortgesetzt. Ja, aber unter falschem Namen. Wieso falscher Name? Haha, du heißt doch Hansi Hinterhuber. Du, ich sag dir, das geht noch einmal ganz bös nass. Jetzt hör doch auf mit deinem Gejammer, ich konnte schon nicht mehr hören. Ich flehe dich an, bitte, tu was, aber schnell. Ja, ich weiß auch schon was. Gendarmerieposten, Müller? Ja, bitte. Was? Bankeinbruch in Schladming? Bleib's dran. Wie war das, bitte? Aufgelegt. Na, servus. Herr Bezirksinspektor! Herr Bezirksinspektor! Was ist denn? Da war gerade ein Anruf. Anonym. Bankeinbruch in Schladming. Was, eine Bank? Das soll uns mal einfach so nicht kommen. Wir müssen ausrücken. Schnell auf Ante. Schickt's ja nicht rum. Ui, Schlüssel. Da ist er.
Also, was ist? Weg. Wie, was weg? Das Bild ist nicht mehr da, verstehst du? Nein. Ja, da muss hängen, hätte sollen, hängt's nicht mehr, dass es in den blöden Kopf wieder reingeht. Ja, wo ist jetzt? Was weiß denn ich? Einfach weg. Schafft's. Ich hab dir gleich gesagt, dass das eine saudumme Idee ist. So, was machen wir jetzt? Angeln. Ich verstehe dich nicht. Du angelst und wir zappeln selber im Netz. Du zappelst. Ich nicht. Vielleicht hat ja jemand anderer das Bild gestohlen. Da kommen nur zwei in Frage. Du und ich. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, wer von Ihnen ist Herr Pitschenrieder? Ja, und? Dann stammt dieses Werk aus Ihrem Laden? Und wenn zu wer? Ich bin Monika Schaller, die Tochter vom Hieronymus Hirschmeier, und ich bereite gerade eine Retrospektive der Werke meines Vaters vor. Frau Brenninger vom Kunstverein hat mir dieses Bild zur Verfügung gestellt. Ach ja? Nur, es taucht nirgends auf. Es ist in keinem Katalog angeführt. Darf ich Sie fragen, woher Sie es haben? Ja, als Antiquitätenhändler kommt man natürlich auch manchmal auf Flohmärkte. Ja, ja. Ja, ja. Und manchmal hat man eben Glück. Und hatten Sie vielleicht noch mehr Glück? Ja, nein. Schade, ich habe gehofft, noch weiter fündig zu werden. Naja, ich hoffe, ich sehe Sie dann bei der Ausstellung. Bestimmt. Nicht, mein Lieber, jetzt wird's eng. Na, lieber Herr Schatz, der Späti kostet 2000 Schilling. Der Kaffee ist ja echt ein Gusto. Na, ich wollte den ja schon für mich behalten. Wo glauben Sie, dass so ein Stück herkriegt? Eh? Was überlegen Sie? Lass die Finger davon, Max. Er ist nicht echt und schon gar nicht alt. Hieronymus, du? Ja, ich.
jeder schaust. Ich hab gedacht, dich gibt's überhaupt nicht mehr. Wie du siehst, mich gibt es noch. Wie lange ist es jetzt her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben? 25 Jahre, Max. Ein Vierteljahrhundert. Eine verdammt lange Zeit. Eine sehr lange Zeit, ja. Jetzt sag bloß nicht, ich hätte mich überhaupt nicht verändert. Ja, du hast dich überhaupt nicht verändert. Du Heuchler, du! Wo hast du denn seitdem überhaupt gesteckt? Auf einem kleinen Weingut in der Toskana. Naja, es war immer schon mein Traum. Da stell dir vor, und eines Tages steht meine Tochter Monika da, erzählt mir von der alten Heimat und dass sie vorhat, mein gesamtes Lebenswerk auszustellen. Und da hat dich das Heimweh gepackt. Ja, und wie? Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, zurückzukehren. Da sag mal, malt eigentlich der Hansi noch? Ja, hin und wieder. Weißt du, dass er der Begabteste von uns war? Ja. Ja, er hätte es wirklich weit bringen können. Leider hat er nie die Chance gehabt. Naja, das stimmt. Man braucht viel Glück dazu. Weißt du, die Kunstwelt musste ich entdecken. Die Kritiker, die Mäzene. Die haben halt dich entdeckt. Den großen Maler der kleinen Steiermark. Die Maler der Berge. Naja, apropos Malerei, Max. Die Monika hat mir erzählt, es sei ein unbekanntes Bild von mir aufgetaucht. So, ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, es je gemalt zu haben. Ja, vielleicht ein Frühwerk? Ja, ein Spätwerk sicher nicht. Naja, ich werde mir es einmal genau anschauen. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Sag einmal, was machst denn du für ein Gesicht? Erstens habe ich gar anders. Und zweitens, da. Ja, und? Tja, und, ist das alles? Ich komme gerade von ihm. Was? Du hast ihn getroffen? Er eröffnet seine Ausstellung. Und wir beide sind eingeladen. Für dein Bild hat er sich besonders interessiert. Dann ist alles aus. Ein für alle Mal. So sieht's aus. Aus, Wasser. Eine Galerie ist keine Schande, Marie. Das wird bestimmt toll. Mein Mann, der ist doch jetzt hier Bezirksinspektor. Der hat sich ja auch noch eine Überraschung ausgedacht. Ja? Mhm. Also ich glaube schon, dass wir Ihren Vater angemessen würdigen. Oh, das wäre zu schön. Ah, ist das nicht schön geworden? Oh, wunderbar. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Ja, ja. Also, schön ist es schon. Da gehört's aber nicht hin. Ja, du musst halt weg. Es tut mir jetzt leid, aber ich habe ihn wahrscheinlich oben liegen lassen. Ah. Da liegt er ja, mein Autoschlüssel. Na, Gott sei Dank. Mein Hirschmeier. Ist er nicht wunderbar? Ja. So viel Liebe, so viel Wärme und die Farbgebung. Ach. Ich darf Ihnen gar nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Mehr als 50.000 Schilling? Oh,
Das Doppelte, sage ich Ihnen. Du mit deinen dämlichen Einfällen bringst mich wirklich noch mal ins Grab. Grab oder Knast, was ist denn lieber? Das eine sage ich dir, wenn ich jemals in meinem Leben noch einmal zu einem Pinsel greife, dann male ich nur noch meinen eigenen Stil. Hast du überhaupt einen? Was? Langsam, ganz langsam. Grüß Gott. Gut, guten Abend. Grüß Gott. Gut. Aha. Abi, Abi. Liebe Freunde, meine Damen und Herren des Kunstvereins, heute ist ein großer Tag für unsere Heimat. Hieronymus Hirschmeier, bei Kunstfreunden und Kennern in aller Welt bekannt und hochgeschätzt als der Maler des Ausseerlandes, ist nach 25 Jahren heimgekehrt. Applaus! Also was ist jetzt? Geht's mit oder nicht? Dass mich gleich an Ort und Stelle verhaften können. Wenn's nicht mitgehst, machst du dich erst verdächtig. Glaubst du wirklich? Aber wenn's du mitgehst, brauchst du wenigstens vorher ein schlechtes Gewissen aus dem Gesicht. Schau mich an. Einfach unverdächtig. Bevor er so ausschaut wie du, lass ich mich lieber enthaupten. Möchten Sie denn noch etwas zu Ihren Bildern sagen, Meister? Ich finde, die Werke sprechen für sich. Richtig. Ja. Du, ich hab kein gutes Gefühl. Ich hab niemals im Leben ein gutes Gefühl gehabt. Jetzt kommt er zu unserem Bettel. Und das ist das unbekannte Gemälde, nehme ich mal an. Sozusagen der verschollene Hirschmeier. Jetzt hat es gemerkt. Schön so. Jetzt passiert's. Ja, stimmt irgendwas nicht, Herr Hirschmeier? Ist es vielleicht doch nicht von Ihnen? Was ist denn, Vater? 5 Jahre. Ohne Bewährung. So sag uns doch was. Es ist das Beste, was ich je gemalt habe. Es hat alles, was ein echter Hirschmeier haben muss. Stil, Leidenschaft und die Liebe zur Natur. Schon immer gesagt, dass du der Bessere bist.